Ja, guten Morgen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Heute vor einer Woche kam es im Bundestag zu einem Vorfall, der seither ohne Zweifel die Gemüter erhitzt. Zwei Herren, die sich selbst als Journalisten bezeichnen, haben den Fraktionsvorsitzenden unserer Partei auf dem Bundestagsflur verfolgt und diesen Vorgang gefilmt und ins Internet gestellt. Ich stelle zunächst fest, dass es sich um einen inakzeptablen Vorgang handelt. Es ist eine grenzüberschreitende Bedrängung des Fraktionsvorsitzenden unserer Partei. Die Konsequenz, die der Bundestagspräsident aus diesem Vorfall unmittelbar gezogen hat, ist richtig. Er hat den beiden Herren Hausverbot erteilt. Und ich kann für unsere Partei und die Fraktion nur feststellen, wir haben keinen Grund, gegenwärtig und in Zukunft mit diesen beiden Herren in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Die Dokumentation und die Zurschaustellung des Vorfalls per Video im Internet ist empörend. Wir verurteilen diesen Vorfall auf Schärfste. Die Entschuldigung der Abgeordneten, die dabei waren, ist alternativlos. Die drei bei dem Vorfall beteiligten Bundestagsabgeordneten haben sich bei Gregor Gysi entschuldigt. Gregor Gysi hat diese Entschuldigung angenommen. Und die Fraktion hat sie zur Kenntnis genommen und überdies erklärt, dass sie den Vorfall missbilligt und keinen Anlass sieht, mit den beteiligten Personen und Gruppen zusammenzuarbeiten. Die Partei und die Fraktion sind sich im Übrigen einig, dass Veranstaltungen der Partei und der Fraktion nicht nur zu dieser Frage, aber auch zu dieser Frage auf der Grundlage des Parteiprogramms stattzufinden haben. Die Partei hat eine klare Haltung zum Nahostkonflikt. Wir wollen einen gerechten Frieden auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung. Wir lehnen jede Form der kriegerischen Gewalt ab. Wir bekämpfen Antisemitismus und Rassismus, egal aus welcher Richtung sie kommen. Wir, und damit spreche ich für die Vorsitzenden der Partei und der Fraktion, erwarten ausdrücklich von allen in der Partei, dass sie erstens ihre Positionierung im Rahmen dieses Konsensus vornehmen und zweitens unterschiedliche Bewertungen respektieren, die sich aber auf der Basis dieser Beschlüsse und dieses Grundsatzprogramms bewegen. Im Übrigen rate ich zur Differenzierung. Die drei beteiligten Abgeordneten unserer Fraktion haben die beiden späteren Täter in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen eingeladen und in den Bundestag gebracht. Das war ihr Anteil und ihre Verantwortung, die sie zu übernehmen haben. Aber für uns entscheidend ist, dass Gregor Gysi ihre Entschuldigung angenommen hat. Das haben alle zu respektieren, die die Autorität des Fraktionsvorsitzenden und Oppositionsführers achten. Wir als Parteivorsitzende stehen voll hinter Gregor Gysi und seiner Entscheidung in dieser Sache. Unzweifelhaft muss dieser Vorfall für uns in der Partei und in der Fraktion vor allem Anlass zu einer solidarischen Debatte darüber genommen werden, wie wir mit den gewählten Repräsentanten unserer Partei umgehen und was wir der eigenen Partei zumuten. Pluralität und Debattenfreudigkeit auf der einen Seite, Solidarität und Konsistenz in der öffentlichen Wahrnehmung auf der anderen Seite, das sind die zwei Pole, zwischen denen eine plurale und offene linke Partei einen Weg finden muss. Die Wähler und Wählerinnen, die uns eine Stimme gegeben haben, erwarten mit Recht, dass wir seriös unsere Rolle als Oppositionspartei wahrnehmen, die klar die Interessen der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens vertritt, nicht mehr und nicht weniger. Gregor Gysi hat heute an alle Mitglieder unserer Partei appelliert, ihre ideologischen Differenzen nicht auf diesem Vorfall auszutragen. Diesem Appell schließe ich mich ausdrücklich an. Am Wochenende sind die Details
des aktuellen Rentenversicherungsberichtes durchgesickert. Der Kernbefund ist relativ einfach. Die Riester-Rente ist auf der ganzen Linie gescheitert. Die Erträge aus der ergänzenden privaten Altersversorgung reichen nicht aus, um die gesetzlich sanktionierte Absenkung des Rentensicherungsniveaus zu kompensieren. In der Summe heißt das, die Politik bricht ihr Sicherungsversprechen an die Rentnerinnen und Rentner. Selbst wer privat vorsorgt, hat am Ende weniger Geld im Alter, als er ohne diese Reform gehabt hätte. Dieser sozialpolitische Vertrauensbruch wird langfristig verheerende Folgen haben. Die Politik muss hier sofort gegensteuern. Wir brauchen nicht weniger als eine erneute soziale Rentenreform. Kernpunkt muss die Reparatur der Rentenform sein. An der seit der letzten Kohl-Regierung, schon einige Zeit her, permanent rumgemurkst wurde. Inzwischen ist die Entwicklung der Renten in Deutschland eine Mischung aus höherer Mathematik und Zufallswirkung. Die fortgesetzte Absenkung des Rentenniveaus auf in der Summe gerade noch 43, irgendwas Prozent provoziert im Zusammenhang mit stagnierenden Reallöhnen und dem Vormarsch der prekären Beschäftigung eine Lawine von Altersarmut, die von Jahr zu Jahr größer wird. Wir brauchen eine Rückabwicklung der Riester-Rentenreform. Die Rentenformel muss auf ihren Kern zurückgeführt werden. Die Renten müssen wieder mit den Löhnen steigen, ohne irgendwelche Dämpfungs- und Kürzungsfaktoren. Und diejenigen, die auf den Riester-Schwindel hereingefallen sind, müssen die Gelegenheit bekommen, die angesammelten Beiträge ohne Verlust in die gesetzliche Rentenversicherung überführen zu können. Ich meine, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sich darauf verlassen können müssen, dass sie im Alter ihren Lebensstand sichern können. Und ich meine, dass alle Menschen in einer reichen Gesellschaft davon ausgehen müssen, dass sie im Alter nicht in die Armut fallen. Das sind zwei Dinge, die für linke Politik unabdinglich sind. Am Wochenende auf dem G20-Gipfel haben sich die Führungen der weltweit größten 20 Wirtschaftsnationen auf ein gemeinsames Programm für Wachstum und Beschäftigung geeinigt. 2 Billionen Wachstum bis 2018 klingt erstmal nach viel. In Wirklichkeit sind 2,1% sehr wenig und sie werden niemals ausreichen, um die Massenarbeitslosigkeit in irgendeiner Form zu beseitigen, weil alleine die Produktivitätsentwicklung in den Industrieländern größer ist als die zu erwartende Wachstumsrate. Ich habe den Eindruck, dass damit die Verantwortlichen auf den fundamentalistischen Kurs von Frau Merkel, nämlich Austeritätspolitik zu verordnen, eingeschwenkt ist. Und deshalb ist die Erklärung, dass damit in irgendeiner Form sozialer Fortschritt oder eine Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit erreicht wird, nicht mehr als heiße Luft. Wir haben den Eindruck, dass die europäische Wirtschaftspolitik, die stark von der deutschen Bundesregierung beeinflusst, zum Teil sogar vorgegeben wird, nicht nur die europäische Wirtschaft lähmt, und das schon seit einigen Jahren, sondern auch ein Klotz am Bein der Weltwirtschaft ist. Gerade auf der globalen Ebene wird doch deutlich, welche verheerenden Folgen die Merkel'schen Dogmen für die Weltwirtschaft haben. Es muss doch jedem Menschen klar sein, dass die Konzepte entweder, dass alle Überschüsse erzielen oder dass sich alle verschulden, niemals aufgehen können. Die Weltwirtschaft kann so nicht funktionieren. Und die Welt hat unseres Erachtens die Wahl, die erwirtschafteten Gewinne über ein gesundes Bankensystem auch als Kredite zu reinvestieren oder weiter den Wirtschaftseliten zu gestatten,
die Mehrheit der Menschen auszubeuten, Gewinne an den Finanzmärkten in ökonomisch fruchtlose Spekulationsgeschäfte zu stecken, den Staat legal oder illegal um Steuern zu betrügen und damit die öffentlichen Hände dazu zu zwingen, das Gemeinwesen verfallen zu lassen. Im Übrigen werden die gefassten Beschlüsse zur Bekämpfung der Steuerflucht keine große Wirkung erzielen, wenn nicht weltweit Mindeststeuersätze verabschiedet werden und es für unmöglich gemacht wird, in Steuersparländer zu flüchten. Die Frage der öffentlichen Zukunftsinvestitionen stellt sich weltweit, aber auch insbesondere in Deutschland. Wir haben ein dramatisch niedriges Investitionsniveau und wer nur sehen will, zu was das führt und zu welchen Ungleichgewichten das kommt, der muss nur mal in eine beliebige Berliner Schulfassade anschauen und sie mit der Fassadenverkleidung und mit den Eingangsbereichen einer deutschen Bank vergleichen. Dann wissen wir, wo die wirklichen Widersprüche in diesem Land und in der Weltwirtschaft liegen.